Moin moin zusammen und herzlich willkommen zu frischem Beef. Während meiner Abwesenheit, während meiner Babypause, gab es ja ordentlich Beef zwischen Paulina und Lena Shiviora, aber es gab auch ordentlichen Beef zwischen Melody Hase und Gloria Glumatz. Über diesen Beef haben wir noch nicht gesprochen und wollen das heute auf jeden Fall nachholen. Aber bevor wir starten, schau einmal nach, ob du diesen Kanal schon abonniert hast, denn falls nicht, würde ich dir sehr empfehlen, das zu tun, dann wirst du nämlich nichts mehr verpassen, was in unserer geliebten Trash-Welt so passiert. Ich werde dich immer auf dem Laufenden halten und ja, für mich ist es natürlich auch super, super gut, denn es pusht meinen Algorithmus und die Reichweite, also eine Win-Win-Situation. So, kommen wir jetzt zu Gloria. Alles begann mit diesem kurzen Video vom Podcast Blitzlichtgewitter. Der Podcast Blitzlichtgewitter hat das auf seinem Insta-Account gepostet. Den werde ich auch unten in der Infobox einmal verlinken. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Der Podcast bzw. Moderatoren oder Moderatorinnen von dem Podcast sind ganz, ganz oft auf diversen Veranstaltungen vertreten und interviewen dort unsere Trashies. So, und diesmal ist es eben bei Gloria so gekommen, dass sie interviewt wurde und in diesem Interview über ihre Gewichtsabnahme sprach. Eventuell habt ihr ja mitbekommen, dass Gloria Glumatz in den letzten Monaten ziemlich viel abgenommen hat. Auf Social Media wurde auch heiß diskutiert über das Thema, geht Gloria ihre Gewichtsabnahme richtig an? Ist das in Ordnung, was sie macht? Es ist halt gesundheitlich nicht so dolle, aber Gloria hat dazu immer gesagt, das ist mein Körper und mit meinem Körper mache ich, was ich möchte und ich kann so viele Kalorien essen, wie ich möchte oder eben so wenige. In besagtem Interview mit dem Podcast Blitzlichtgewitter hat Gloria dann eben davon erzählt, dass aufgrund ihrer rapiden Gewichtsabnahme, die ja auch tatsächlich sehr schnell ging, einiges so hängt an ihrem Körper und dass sie vorhat, eine Po-Straffung machen zu lassen. Wenn man dann mal in die Kommentare geschaut hat, sieht man, dass Melody Hase, die wir auch aus diversen Trash-Formaten kennen, das Ganze nicht so cool fand und das folgendermaßen kommentiert hat. Junge, sag doch einfach, du willst ein BBL. Für alle, die das nicht wissen, was ist BBL? Brazilian Butt Lift, dafür steht die Abkürzung. Und bei dieser Operation, also diese Operation gilt als die gefährlichste der Welt, soweit ich weiß, weil da relativ viele Leute tatsächlich auch bei versterben, denn bei dieser Operation wird einem eigenes Fett entnommen und in den Popo gespritzt, damit der Popo eben größer wird. Aber weiter im Text. Junge, sag doch einfach, du willst ein BBL. Zitat, ich muss straffen lassen mit einem Clown-Emoji. Ich habe mehr abgenommen als du, hatte obviously mehr Haut am Arsch und da muss nichts gestrafft werden. Character und Facecard are declining and the BBL won't change that, honey. Okay, ich muss dazu sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, also jeder Körper ist natürlich unterschiedlich und wie schnell oder wie langsam man abnimmt, spielt natürlich mit rein. Das eigene Bindegewebe, wie fest oder wie schwach es ist, ist natürlich auch genetisch veranlagt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sich diese Gewichtsabnahme gestaltet, wenn man bereits ein BBL hatte, denn das hatte Melody ja. Also vor ihrer großen Gewichtsabnahme hatte sie ja bereits die Operation, hat dann viel abgenommen. Das ist eventuell auch nochmal ein Unterschied. Aber sie hat dann, ich weiß nicht, hier hat anscheinend eine Schwester Steffi irgendwas kommentiert, den Kommentar sehe ich aber nicht. Darauf hat Melody aber nochmal geantwortet mit, ja, ich kann gar nicht genug von ihr kriegen. Ihr Gesicht hängt überall in Großaufnahme an meinen Wänden, weil es einfach so verdammt angenehm anzuschauen ist. Okay, also richtig auf Krawall getrimmt hier die Melody. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum. Es hat ja an sich nichts mit ihr zu tun. Ich mag Melody eigentlich sehr gerne und wenn man mich fragen würde, wen magst du mehr, Melody oder Gloria oder wen findest du vernünftiger, würde ich eigentlich immer Melody sagen. In diesem Fall muss ich sagen, sehe ich das ein bisschen anders. Erstens verstehe ich nicht so ganz, warum Melody überhaupt da reingrätscht und so einen doch sehr Aggro-Kommentar verfasst und es kann doch wirklich sein, dass Gloria keinen BBL machen lassen will, sondern eben wirklich eine Po-Straffung. Naja, auf jeden Fall hat Gloria das ebenfalls kommentiert an Melody. Erstens, was willst du denn jetzt von mir? Zweitens, du hohle Nuss. Okay, ja, also mit Beleidigungen kann Gloria ja auch ganz gut, ne? Du hohle Nuss, informiere dich mal, was ein hinteres Bodylift ist und was ein BBL ist. Aber ich erkläre es gern, weil die hellste Kerze bist du anscheinend nicht.
Ein Bodylift, das, was ich habe, verkleinert den Arsch, weil Haut entfernt wird. Ein BBL vergrößert den Arsch, weil Eigenfett eingespritzt wird. Und jetzt 6 Sätzen 6. Hast dich eben genug blamiert und such dir mal gefälligst Hobbys oder zählst du zu meinen Fangirls? Also ich glaube, wenn Gloria einen BBL machen lassen würde man das ja sowieso sehen, weil der Popo dann eben größer wird, ne? Gloria war sehr, sehr sauer über diesen Kommentar von Melody, hat das, was ich gerade vorgelesen habe, in ihrer Story gepostet und kommentiert mit dumm, dümmer Melody. Dass man ihr überhaupt erklären muss, was der Unterschied ist. Sie geht ja selbstgefühlt täglich zum Beauty-Doc, ha. So, also, ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man selber, auch wenn man angegriffen wird, ein bisschen mehr Stil hat und sich vielleicht nicht auf dasselbe Niveau herabbegibt und nicht genauso beleidigend wird, sag ich mal, sondern wenn man da ein bisschen ein höheres Niveau eben walten lässt. Hat Gloria jetzt nicht gemacht, ne? Wir wissen ja auch, dass Gloria recht impulsiv ist, aber was jetzt einfach nur die sachlichen Fakten hier angeht, muss ich schon sagen, dass ich Gloria da verstehen kann, weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehe, was Melodies Problem ist, warum sie das überhaupt irgendwas angeht und warum sie Gloria unterstellt, ein BBL machen lassen zu wollen, also dieses Eigenfett in den Popo spritzen lassen zu wollen, damit der größer wird, wenn es doch wirklich diese Po-Operation gibt, die eben den Po straffen. Und ich bin da jetzt wirklich auch niemand, der sich total gut damit auskennt, deswegen habe ich auch selber gegoogelt. Ah, ich lese es euch mal eben vor, Moment. Ich habe zum Beispiel einfach mal bei Google eingegeben, Po-Straffung nach Abnahme. Hier haben wir zum Beispiel eine Seite, klostersternpraxis.de, Po-Straffung. Der Gesäßbereich kann nach einer starken Gewichtsabnahme besonders von überschüssiger Haut- und Fettablagerungen betroffen sein. Die Gesäßstraffung oder Gluteoplastik ist ein Verfahren, bei dem überschüssige Haut und Fett vom Gesäß entfernt werden, um eine ästhetische Silhouette zu schaffen. Oder auch hier einmal die Mannheimer Klinik für plastische Chirurgie. Also ich habe nichts mit denen zu tun, trotzdem sage ich mal dazu, Achtung, unbezahlte Werbung eventuell, einfach weil ich was von deren Website vorlese. Aber wie gesagt, ich habe da nichts mit zu tun. Po-Straffung. Wer insgesamt an Gewicht verlieren möchte, muss sich damit auseinandersetzen, dass dies auch in Bereichen passieren kann, die allgemein gerne etwas voluminöser gewünscht sind. Verliert der Po an Fett, kann dies unter Umständen auch ein Verlust der Gewebespannkraft mit sich bringen. Ein schlaffer Po gilt als Schönheitsmakel, lässt sich jedoch mittels einer operativen Po-Straffung behandeln. So, also, deswegen finde ich erstens, es ist irgendwie merkwürdig, dass man Gloria eine Lüge unterstellt, dass man ihr unterstellt, dass sie diese Eigenfettbehandlung, dieses BBL machen lassen möchte, wenn sie doch sagt, dass sie eine Straffung eher machen lassen will oder halt will, dass das alles ein bisschen fester wird. Und zweitens weiß ich nicht, warum man das sowieso so stark kommentiert, weil es ja tatsächlich Glorias Ding ist. Und wenn Gloria eben so viel abgenommen hat und ihr Popo hängt, natürlich muss sie das nicht machen. Melody hat ja einen Satz rausgenommen, ich muss das jetzt straffen lassen. Natürlich muss Gloria das nicht machen lassen, aber es ist doch ihre Entscheidung, wenn sie ihren Popo jetzt nicht mehr so schön findet oder ihren Bauch oder was auch immer, weil der halt hängt, dann ist es doch in Ordnung, wenn sie sich das operieren lässt. Oder wie seht ihr das? Melody hat sich dann in ihrer eigenen Story ebenfalls dazu geäußert und dazu geschrieben, die weiß offensichtlich nicht mal, wofür die Buchstaben BBL stehen, wie gesagt Brazilian Buttlift, aber Hauptsache, ich bin ihr Fan, bin dumm und habe keine Hobbys. PS, es ist eine Straftat in Deutschland, kostenlos für Werbung zu operieren, aber schön, dass du so stolz drauf bist. Melody hat dann noch ein Foto von sich selbst gepostet. Ich glaube, das ist ein bisschen ein älteres Bild vor ihrer Gewichtsabnahme, wo man eben ihren BBL auch sieht. Und sie schreibt dazu, also konnte ich, in Klammern mehrfach diagnostiziert mit schlechtem Bindegewebe, 2/3 davon verlieren, ohne straffen zu müssen. Und bei der ist das absolut notwendig, ist klar. So, also erstens, wie gerade schon gesagt, jeder Körper ist natürlich anders. Ich habe den Popo von Gloria nicht gesehen, keine Ahnung, ob da wirklich irgendwas hängt oder nicht. Aber trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass wenn
Gloria mit ihrem Po nicht zufrieden ist und dass da irgendwas hängt, dass das dann ihre Entscheidung ist, ob sie sich den Po straffen lassen möchte oder nicht. Und natürlich, sie schreibt ja hier, also Melody schreibt hier, bei der ist das absolut notwendig. Natürlich ist das nicht notwendig im Sinne von gesundheitlich muss sie das machen, so wie wenn man, keine Ahnung, einen Blinddarmdurchbruch hat oder irgendwie einen Herzfehler oder sowas und deswegen operiert werden muss. Natürlich ist sowas nicht notwendig. Das ist natürlich immer noch ein Schönheitseingriff. Aber wenn Gloria damit unzufrieden ist, wo ist denn dann das Problem, wenn sie sich den Po straffen lassen möchte? Ich verstehe das ehrlich gesagt wirklich nicht. Und ich verstehe vor allem nicht, warum Melody das so sauer drüber zu sein scheint. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, ich sehe es auch kritisch, wenn Influencer stark für Schönheitsoperationen werben und ständig in ihren Storys zeigen, hier, ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen und die Nase dies und Hyaluron und weiß ich nicht, was sie alles machen lassen. Das ist natürlich auch deren freie Entscheidung. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, oder ich verstehe auch das Argument, dass eben Leuten suggeriert wird, dass das heutzutage normal ist, dass das jeder macht, dass man das machen sollte, um eben schön zu sein und so, und dass das ganz oft von Influencern auch wirklich angepriesen wird und die Follower teilweise dazu angehalten werden, sowas auch zu machen. Na, da kann ich vollkommen verstehen, dass das kritisch diskutiert wird, auf jeden Fall. Aber bei Gloria in diesem Fall hat sie doch nur darüber geredet, was sie mit ihrem Körper machen möchte, aufgrund ihrer Gewichtsabnahme, weil sie eben nicht zufrieden ist. Und ich finde nicht, dass sie das verheimlichen muss und nicht darüber sprechen darf, wenn sie eben so viel Gewicht verloren hat und jetzt eine Po-Straffung oder Bauchstraffung oder was auch immer für eine Straffung machen lassen möchte. Warum muss man das für sich behalten dann, wenn man doch anderen damit nicht sagt, ihr müsst das auch unbedingt machen? Gut, mündlich haben die beiden ebenfalls was dazu gesagt. Erstmal Melody und dann gucken wir uns die Antwort von Gloria an. Diese Antwort kam übrigens darauf, dass ich gesagt habe, wenn du dich operieren lassen willst, dann sag's doch einfach, weil sie da stand und gesagt hat, ich habe so viel abgenommen, mein Arsch ist schlaff, ich muss das jetzt machen lassen. Ich habe mir abgenommen über meinen Hintern, also wollen wir darüber reden? I don't think so. Ja, Melody hängt sich jetzt ziemlich an der Formulierung auf und sagt eben wieder, sie müsse das machen lassen. Naja, natürlich zwingt Gloria keiner dazu. Natürlich ist das keine zwingende Operation, um ihr Leben zu retten oder was weiß ich, ihre Gesundheit zu erhalten. Aber eben eine Schönheitsoperation, die bewirken soll, dass Gloria sich besser fühlt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Vanessa, die Freundin von Alex Petrovic, die letztens, also vor ein paar Monaten, eine Bruststraffung hatte. Sie hatte erzählt, dass sie irgendwann vor Temptation Island ziemlich viel an Gewicht verloren hat und eben auch an den Brüsten und dass ihre Brüste deswegen ziemlich hingen. Oder zumindest hatte sie das Gefühl, ich habe die ja jetzt nicht gesehen, ist ja manchmal auch subjektiv. Auf jeden Fall hat sie sich damit nicht wohlgefühlt und hat ihre Brüste deswegen straffen lassen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang, als sie gestrafft wurden, ich glaube auch ein bisschen vergrößern lassen. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hatte sie eine Bruststraffung, das auf jeden Fall. Und das finde ich auch nicht schlimm, weil ich finde, so wenn jemand damit nicht zufrieden ist, dann kann derjenige das machen lassen. Und muss das, wie gesagt, auch nicht verheimlichen. Weil wenn man das verheimlicht und die Leute dann sehen, dass man was hat machen lassen, egal ob eine Bruststraffung oder Brustvergrößerung oder Po-Straffung oder was auch immer, dann sind die Leute auch unzufrieden und reden genauso und sagen, aha, guck mal, die hat das und das heimlich machen lassen und erzählt da gar nichts drüber. Also Mädel, mal kurz Tacheles geredet. Du hast als erstes bei mir einen Kommentar gesetzt, der einfach so völlig Banane war, so was juckt's dich überhaupt? Musste ich dich erstmal aufklären, was ein BBL ist, was eine Bodystraffung ist. Aber okay, haben wir ja gemacht. Hast du einen Nachhilfeunterricht bekommen von mir, kostenlos, freu dich. Dann kommt eine kleine Reaktion von mir und dann macht Madame 5 Stories über mich und meint so bla 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 bla. Und jetzt in der letzten Story, in der 5. Story, sie will mir jetzt keine Aufmerksamkeit mehr geben. Merkst selber, oder? Also du bist so lächerlich. Genauso wie deine ganzen TV-Auftritte, die waren auch immer einfach nur so lächerlich. Fand ich einfach so peinlich. Aber anyways, auf jeden Fall. Anyways, weil du ja auch immer mit so viel Englisch um dich wirfst, werfe ich jetzt auch mal ein englisches Wort rein, um cool zu sein. Ich bin richtig froh, wenn du jetzt endlich deine Schnauze hältst, mir wieder nicht mehr auf den Sack gehst und dein Leben machst und ich wieder meine Ruhe vor dir habe. Also verschwind wieder dahin, wo du hergekommen bist. Tschüss.
Ja, Gloria ist natürlich auch wieder Gloria, wie sie leibt und lebt, sehr, sehr impulsiv, aber anders kennen wir sie ja nicht. Nichtsdestotrotz kann ich schon verstehen, dass Gloria ziemlich angepisst davon ist, dass Melody sich da so doll eingemischt hat und so kommentiert hat und hier irgendwelche Sachen eben unterstellt. Melody hat ihrerseits ebenfalls auch nochmal darauf geantwortet und ich finde es tendenziell so ein bisschen schwierig, wenn ich euch gleich das Video zeige, zum Beispiel Gloria zu unterstellen, dass sie für kostenlose Schönheitsoperationen werben würde, aber dann gleichzeitig eben diese Reichweite jetzt gerade zu nehmen, denn wir wissen es, wenn es Insta-Beef gibt, dann gehen die Klickzahlen in die Höhe, dann guckt sich jeder die Stories an und dann schießt das alles hoch und Melody nutzt das halt auch jetzt, um ihren Podcast zu bewerben. Ich finde das an sich nicht schlimm, dass wenn man sieht, aha, meine Klickzahlen sind gerade super hoch, da erzähle ich den Leuten doch nochmal, dass ich einen Podcast habe, aber irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen spanisch vor, muss ich ehrlich sagen, weil ich Melody eigentlich sehr, sehr mag und immer für sehr, sehr vernünftig gehalten habe und dieses impulsive Verhalten, was ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, irgendwie gar nicht so wirklich von ihr kenne. Wisst ihr, was ich meine? Schockierende News für Superstar Gloria. Ihre Sendezeit in meiner Story ist jetzt vorbei. Einige von euch haben Shows gesehen, in denen sie mitgemacht hat und haben gesagt, rede einfach gar nicht mit der. Und mit einer Sache hatte sie tatsächlich recht. Ich habe wirklich keine Hobbys, weil ich den ganzen Tag hustle, weil ich nicht zwei Shows drehe, mich darauf ausruhe und denke, ich bin jetzt großer Superstar und alle sind meine Fans. Ich arbeite actually für potenziellen Erfolg. So, das werde ich jetzt auch weitermachen. Unecht kommt um 12, nicht vergessen. Heute geht es um Eriks Fashion Show. Oh. Oh ja, da gibt es auch einiges an Dramapotenzial. Viel Spaß! Gut, kommen wir damit zum letzten Screenshot, den ich noch für euch habe. Es gab da noch zwei weitere Kommentare und Melody hat das nochmal in ihrer Story gepostet. So, ich lese es erstmal eben kurz vor. Gloria hat an Melody öffentlich geschrieben, jetzt mal ernsthaft, du nennst mich Lügnerin, was checkst du nicht daran, dass ich keinen BBL hatte? Meine Fresse, hast du Probleme. Such dir echt mal Hilfe, aber stimmt halt, was alle über dich mir nach deinen Storys geschrieben haben. Du bist echt durch und suchst nur Aufmerksamkeit. Richtig peinlich und irgendwie tust du mir einfach nur leid, weil du es so nötig hast. So, und Melody antwortet Gloria daraufhin. Ich lese das nicht mal zu Ende. Du bist aggressiv und verblendet. Ja, also, dass Gloria aggro ist, würde ich auch sagen. Das ist jetzt bei Gloria auch nichts Neues. Die Frage ist, hat Gloria einen Grund dazu? Ich würde tatsächlich sagen, na, es ist natürlich nicht schön, diese Ausdrucksweise und diese Aggressivität, aber dass Gloria angepisst ist, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und finde es auch ein bisschen respektlos von Melody zu sagen, ich lese das nicht mal zu Ende, nachdem sie diejenige war, die Gloria angegriffen hat und Gloria als Lügnerin dargestellt hat. Naja. Melody schreibt weiterhin, aber für den geringen Hauch einer Chance, dass du dich irgendwann mal reflektieren kannst, es geht nicht um die Art von Eingriff. Es geht darum, dass du es hinstellst, als wärst du einer der Fälle, die unter Hautlappen leiden. Okay, naja, es ging ja schon um die Art von Eingriff, weil Melody in dem ersten Kommentar geschrieben hat, sag doch einfach, dass du einen BBL haben möchtest. Gloria hat sich hingestellt und gesagt, sie möchte eine Straffung machen lassen oder sie müsse das jetzt machen. Und Melody hat sie als Lügnerin hingestellt, indem sie gesagt hat, sag doch einfach, dass du einen BBL machen lassen willst. Also es geht doch um die Art von Eingriff oder ging doch um die Art von Eingriff. Dann schreibt Melody weiterhin, es geht darum, dass du es hinstellst, als wärst du einer der Fälle, die unter Hautlappen leiden. So, und das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen anmaßend. Ja, es gibt Leute, die wiegen irgendwie 200 Kilo, nehmen davon dann 120 oder so ab und haben halt wirklich ganz, ganz extreme Hautlappen an der, am Bauch oder wo auch immer und machen dann eben so eine Operation, weil es anders halt wirklich nicht, mir wirklich nicht geht. Bei Gloria, sie hat auch sehr, sehr viel abgenommen. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass irgendwie alles total krass runterhängt, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es nur ein bisschen hängt, wer ist Melody und wer sind wir, zu sagen, naja, das hängt ja gar nicht so richtig doll, da muss die Gloria das ja nicht machen lassen oder darf sie das nicht machen lassen. Es ist doch im Endeffekt immer noch Glorias Entscheidung, ob sie das an sich schön findet oder nicht und ob sie das dann eben verändern lassen möchte. Melody schreibt weiterhin, du stellst dich dahin und verherrlichst das Hungern. Promotest leichtsinnig den ersten Chirurgen, der dir einen Shoutout anbietet und ich wage zu bezweifeln, dass das so notwendig war, wie du hinstellst.
Ja, notwendig, wie gesagt, habe ich gerade schon 10-mal gesagt, notwendig mit Sicherheit nicht, aber trotzdem eben ihre Entscheidung. Das mit dem Hungern hier, du stellst dich dahin und verherrlichst das Hungern, das ist ein Punkt, den kann ich nachvollziehen. Da gibt es auch zwei Lager. Einmal die Lager, die sagen, naja, das ist Glorias Körper, sie darf ja wohl nur 500 Kalorien am Tag essen, wenn sie das möchte, was stimmt. Aber es gibt auch das Lager, das sagt, naja, Gloria lebt ihren Followern was einen sehr ungesunden Lifestyle vor und sollte vielleicht auch daran denken, wie viele junge Frauen, die sich leicht beeinflussen lassen und ihr wahrscheinlich nacheifern, sie wohl beeinflusst. Und da kann ich beide Seiten nachvollziehen. Weiterhin schreibt Melody, du kannst selbstverständlich mit deinem Körper machen, was du willst, genau wie ich es getan habe. Aber das alles derartig naiv zu promoten, ist gefährlich. Das ist ein Reel von einem Podcast, das mir zufällig angezeigt wurde und ich habe meinen Kommentar runtergeschrieben. Wenn du so ein Superstar bist, dann deal with it. And now let me get back to work, because I'm actually trying to do shit with my life, so I can get out of the toxic reality TV bubble you're so insanely proud of. Okay, Melody hat keinen Bock mehr auf Reality TV. So, und das hat sie nochmal gepostet und dazu geschrieben, because she's still talking to me, even though I didn't even watch her stories, because I really have more important shit to go on. Here's everything that's need to be said. Ja, gut. Ist natürlich ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man jemanden angreift und man selber den Beef anzettelt und sich dann aber darüber beschwert, dass die Person, dass die andere Person sich verteidigt und ebenfalls was dazu sagt, finde ich ein bisschen schwierig. Und es ist auch nicht so, als könnte ich Melody überhaupt nicht nachvollziehen, wenn sie zum Beispiel den allerersten Kommentar ein bisschen vernünftiger, ein bisschen netter auch verfasst hätte und eben auch mit anderen Formulierungen, nicht mit dem BBL, sondern wenn sie zum Beispiel geschrieben hätte, ja, ich finde es ein bisschen schwierig oder ich finde es sehr schwierig, dass du über eine Poststrafung redest, öffentlich, weil du damit, keine Ahnung, irgendwen beeinflussen könntest oder eben dafür Werbung machst oder Schleichwerbung machst oder so. Das könnte ich ja noch nachvollziehen. Da könnte man sich auch drüber streiten, ob man dann Melodies Meinung ist, aber dann hätte sie das vernünftiger formuliert, dann wäre sie wirklich darauf eingegangen, worum es denn geht und hätte Gloria jetzt nicht irgendwie als Lügnerin dargestellt oder so. Ja, das ist meine bescheidene Meinung dazu, schreibt aber sehr gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Ich bin tatsächlich noch sehr überrascht darüber, dass ich mal in einem Video tatsächlich Gloria eher in Schutz nehmen und Gloria verteidige vor Melody, weil ich sonst immer gedacht hätte, es würde andersrum sein, weil ich, wie gesagt, Melody eigentlich viel, viel lieber mag als Gloria. Aber naja, man muss immer jeden Fall für sich betrachten. Und in dieser Sachlage ist es eben so, dass ich Gloria tatsächlich eher nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, ich bin gespannt darauf, wie ihr das seht. Seid ihr eher Team Melody oder Team Gloria in diesem speziellen Fall? Schreibt es gerne in die Kommentare und falls es euch gefallen hat, dieses Video, dann hinterlasst doch auch sehr gerne einen Daumen nach oben. Wir verabschieden uns jetzt und sagen bis zum nächsten Mal. Fühlt euch gedrückt. Tschüssi. Muah.